Leute, Gras ist legal. Ja, ich habe gehört, die Bandits hat That Grass Looks Green auf 1 gebracht. Ja, genau das habe ich gemeint. Doch bevor dieses YouTube-Video weitergeht, lass mich von dem Sponsor von diesem Video erzählen. Send Me To Hell. Send Me To Hell ist eine Firma aus Berlin und macht nur ausdrucksstarke Klamotten. Von dem her, Achtung, wenn du die trägst, nicht, dass du jemand Falsches über den Weg läufst und der ist empört. Wer auch einmal in seinem Leben sich mit der Black-Metal-Szene auseinandergesetzt hat, der weiß auch, woher das Shirt kommt mit Burn Your Local Churches. Von dem her, wenn du auch Bock hast auf alternative Kleidung, wie ich sie tagtäglich im Stream in meinen Videos trage, dann schau definitiv bei unserem Werbepartner Send Me To Hell vorbei. Die Klamotten sind 1A-Qualität und sogar nach mehrfachem Waschen halten die Prints noch immer. Jetzt kannst du mit dem Code NIVSKA 15% sparen. Natürlich findest du den Link unten in der Werbebeschreibung und wird Zeit, dass sich ein paar Leute aufregen über dein T-Shirt. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. NIVSKA hier! Ja, meine lieben Freunde, wir haben eine neue Bandlist bekommen. Und in dieser Bandlist wurde, naja, sagen wir mal, eine Karte wiedergebracht, von der ich gedacht habe, dass ich sie wirklich in meinem Leben nie wieder sehen würde. Und die Karte ist sogar eher zurück als Electromite. Aber hey, Konami ist halt so ein Pendulum-Fan, dass die Karte wahrscheinlich erst 10 Jahre am Stück auf der Bandlist versauen lassen wollen. Und es ist übrigens das einzige Format, wo Electromite gebannt ist hier im TCG. In OCG ohne Master ist die Karte legal und hier bleibt sie trotzdem gebannt. Aber wir haben Nachbarsgras ist grüner vor Electromite wiederbekommen, möchte ich damit sagen. Ich sag's, wie es ist, ich bin sehr überrascht, aber ich muss auch sagen, ich bin irgendwie ein bisschen erfreut darüber. Ich habe in mehreren Videos, Streams und sonst was durchscheinen lassen, dass ich die Karte schon irgendwo base finde. Klar, Tierelement ist jetzt so eine Gefahr. Es ist mir aber egal, weil Gras ist eine Karte, die lädt zum Träumen ein. Eventuell auf einer kleinen, rauchigen Wolke kannst du mit deinem Deckbuilding hier und da mal was machen. Aber was sagt denn genau Nachbarsgras ist grüner? Diese Karte erlaubt es dir, deine Kartendeck auf dieselbe Menge runterzumillen wie dein gegnerisches Deck. Früher hat man deswegen auch nur 60 Kartendecks gespielt. Das heißt, du hast 60 Karten in deinem Main-Deck, dein Gegner spielt 40 Karten, du aktivierst Gras und dann jietest du erstmal so viele Karten von deinem Main-Deck in den Friedhof rein, wie der Gegner noch im Main-Deck übrig hat. Früher beispielsweise, was man auch gespielt hat, ist Paleo-Gras, was ja auch Joshua Schmidt mitunter groß gemacht hat. Shoutouts gehen raus an den King Dingeling des Yu-Gi-Oh! Aber es gibt noch ein Deck, was mit Gras sehr gut funktioniert hat früher. Infernoid, richtig. Wir haben noch mehr zum Copen, wir haben noch mehr zum Träumen. Das Problem ist leider an 60 Karten, das Swan of Graf zu finden, ist leider nicht ganz so einfach. Was wir jetzt aber auch haben, ist Triple Tactic Thrust, was uns nochmal einen weiteren Access auf Gras gibt. Das heißt, wenn der Gegner uns einen Handful vor die Füße wirft, wird er damit bestraft, dass wir uns Gras suchen und dann hauen wir einfach mal das Ding rein und jeten so viele Karten, wie es nur geht, in den Friedhof rein. Was schon fucking Basis, wenn du mich fragst. Was kann aber diese Karte im Jahre des Herren 2024 machen? Im OCG ist tatsächlich ja Gras schon länger legal, genauso wie in Master Duel. Nur dort ist es, glaube ich, im OCG ist es auf 2. Wie wird die Karte aber dort verwendet? Rennen dort 60 Kartendecks durch die Gegend? So halb. Natürlich, es gibt 60 Karten branded, da spielt man Gras mit drin, aber was man auch machen kann, du kannst ein ganz normales 40 Kartendeck spielen und Gras da drin spielen. But halt! Wie benutzt man das denn? Sonst müllt man ja fast nichts. Du hast recht, kleiner Timmy. Man sidet die Karte. Du kannst Nachbarsgras des Grüne ins Side-Deck reinschmeißen und für Going Second reinsiden. Angenommen, wir spielen Tierelement. Ich glaube, das ist so ziemlich das beste Deck, in dem du Gras spielen kannst, wenn wir mal ehrlich sind. Ich würde es gerne in Infernoid spielen, aber ich glaube wirklich, in Tierelement ist die Karte besser aufgehoben. Und zwar, mein Gegner geht first, er tut seine Combo machen und tut mal geschmeidig während seiner Combo-Line mal 10 Karten aus seinem Deck rausholen. Wenn jetzt mein Gegner nur noch ein, was, 30 Karten, ach was denn, der wird wahrscheinlich nur noch 25 Karten im Deck haben und ich habe halt immer noch meine vollen 35 Karten, beziehungsweise 34 Karten im Deck. Ja, wir ziehen für Turn, wir haben 6 Handkarten, wir haben noch 34 Karten im Deck übrig. Dann aktivieren wir Gras, dann können wir halt trotzdem mal 10 Karten geschmeidig millen. Weil unser Gegner hat seine volle Combo-Line durchgegangen ist und für Going Second ist das immer noch in einem 40-Karten-Deck sogar noch besser, weil da kannst du halt noch mehr treffen. Theoretisch, so wird Gras auch im OCG verwandelt. Aber was bin ich denn für einer, wenn ich sage, boah, spiel davor mal gute Strategien und werf Gras rein? Nein, hier ist der Jank, hier wird das Scorpion gefeiert, hier kriegt ihr von mir feinsten Bullshit. Darum präsentiere ich euch jetzt 60 Karten Gras Infernoid. Gott, hab ich Bock auf den Peil. So, meine Freunde, hier präsentiere ich euch 60 Karten Infernoid. Nur 60 Karten, feinste Bricks in einen Haufen reingeworfen. Und diesmal haben wir eine neue Karte mit drin, und zwar Gras. Ja, Gras ist jetzt nicht unbedingt die beste Karte aller Zeiten, aber sie kann schon mal einen guten Unterschied machen. Vor allem Going Second ist diese Karte nicht zu vermessen. Und naja, falls du das One-Off in 60 ziehen solltest, ist sowieso GG, wenn der Gegner kein Out haben sollte. Hier haben wir im Endeffekt einen Haufen Bricks in Form von den Infernoid-Monster. Leider möchtest du nicht wirklich viele davon auf deiner Starthand haben, um nicht zu sagen, Deckard
Patron ist okay, aber auch nicht arg viel mehr. Wir haben halt auch 60 Karten spielen in diesem Deck, damit wir halt möglichst wenig Brick spielen. Ich weiß, du kannst jetzt hier noch die Snake Eyes reinhauen, wenn du möchtest, aber ich sag's mir, das ist langweilig. Ich find's relativ boring, wenn du da noch Snake Eye reinhaust, weil das ist schlechtes Snake Eye. Du kannst auch gute Snake Eye spielen, wenn du es mit Firecring zusammenschmeißt, spielst du wesentlich weniger Bricks. Und so ist es ein bisschen funnier und wir können Gras spielen. Von dem her gehen wir mal kurz die Deckliste an sich durch. Ich glaube, da müssen wir uns auch nicht viel erklären, weshalb ich kurz das Ganze speedrunne. Ich zeige euch noch eine Combo und dann möchte ich euch mal zeigen, wie Gras zum Einsatz kommen kann. Und zwar spielen wir im Endeffekt zweimal Onunko, gefolgt von zweimal Deviate. Nicht zu vergessen, das One-of-Atonal. Dann haben wir ebenfalls einmal Maximus mit drinne von den Dogmatikas, weil er immer noch zwei Monster vom Extra-Deck senden kann. Nicht zu vergessen, spielen wir zweimal Seizumas, gefolgt von zweimal Legit. Dann ebenfalls das One-of-Piati, gefolgt von dem One-of-Atonal Patrouillère auf zwei, ebenfalls wie Hammerdick spielen wir auf zwei. Dann nicht zu vergessen, Finish Rhino Warrior. Dreimal Orphis Scorpio, sucht uns natürlich hier einfach ganz geschmeidig aus dem Deck den guten Cobra. Und Cobra addet uns jederzeit eine Instant Fusion. Das ist schon relativ strong. Und das ist eine One-Card-Combo into Fullboard. Dann spielen wir das One-of-Antrag, gefolgt von dem One-of-Permise. Nicht zu vergessen, dreimal Lonefire Blossom. Nicht zu vergessen, Decathron, dem Playmaker schlechthin. Übrigens, davon habe ich immer noch die Quarter rumliegen. Das Ding ist richtig schön. Gott, wie ich diese Karte mag. Natürlich jetzt frisch leider auf 1 von der Mans, Pot of Prosperity. Die Karte hast du tatsächlich echt davor gerne auf 3 gespielt, weil das Extra-Deck nicht ganz so important ist in dem Pile. But hey, wer sind wir denn? Und dann haben wir da ebenfalls Instant Fusion, sucht uns unser Infernal Evil aus dem Extra-Deck raus, gefolgt von dreimal Dogmatica, beziehungsweise Nadir Seven. Sucht uns hier unseren wunderbaren Maximus. Dann haben wir noch One for One, können wir einfach mal geschmeidig unseren Deckathron aus dem Deck-Special, gefolgt von Gras! Gott, ist diese Karte cool. Ich habe richtig Bock drauf und ich bin der Meinung, Gras ist in Infernal mitunter eines der besten Decks, den du spielen kannst. Nach Telement. Nicht zu vergessen, haben wir noch unser wunderschönes Triple Type Talent. Natürlich kannst du auch 3 reinschmeißen, wenn du möchtest, aber ich bin der Meinung, One of reicht. Dann schreiben wir ebenfalls 3 Thrust, was uns Gras suchen kann, falls wir eine Handtrap fressen. Nicht zu vergessen, Called By, weil Called By ist immer noch die beste Karte im ganzen Game. So halb, könnte man meinen. Und ich bin der Meinung, dass diese Karte gebannt würde. Also rein damit. Hier 5 von 3 mal Droplet, weil, naja, was ist, wenn du ein paar Bricks auf der Hand hast, wirfst ab, negate es. Win. Und gefolgt von Super Poly. Nicht zu vergessen haben wir unsere Fusion. Void Imagination ist ebenfalls eine sehr, sehr gute Going Second Karte, weil wenn wir Second gehen, können wir auch 6 Infernals millen. Void Vanishment sucht Imagination. Gefolgt von Void Blazer. Das ist im Endeffekt so, dass die Kartenzerstörung in dem Deck. Ich glaube, ich würde auch fast Kartenzerstörung mainen. Habe ich jetzt im Deckbild vergessen, wenn ich ehrlich bin. Dann spielen wir ebenfalls 3-mal Void Barrier. Das heißt, wir können ein bisschen unsere Infernoids aus dem Banish Pile wieder auf Land holen oder wir können aus der Hand Special One-Off reicht. Gefolgt von White Feast, weil es wahrscheinlich die beste Trap ist, wenn sie resolved. Dann haben wir noch ein paar Karten im Friedhof, die sich ganz kuschelig fühlen. Gefolgt von Keldo, Mudora und natürlich The Black Goat Loves. Das sind alles Karten, die, wenn man sie auf Gras millen sollte, ganz geil kommen. Im Extra-Deck, naja, spielen wir im Endeffekt 2-mal Infernoid Evil, gefolgt von einer Tierra. Dann haben wir 2-mal Entis, Hora, Mud Dragon, soviel zum Fusion-Lineup. Dann haben wir einmal Anima, gefolgt von Hita, natürlich nicht zu vergessen Cherubini. Dann noch unsere Promethean Princess. Da haben wir ebenfalls Infernal Flood, gefolgt von Trouble Sunny und einem Ignis. Und ich habe jetzt eine Karte vergessen, und zwar... Na, komm, da, Equimax. Ja, Equimax ist wichtig für den OTK. Manchmal, es gibt Lines, da kannst du damit immer noch einen OTK setzen, haben wir früher viel gemacht. Kann auch über Access Code sein, aber Equimax OTK wirklich killt alles durch. Anyway, ich zeige kurz die zwei wichtigsten Kombos in dem Deck und dann schauen wir mal, wie jetzt das Deck performt. So, Kinders, ich zeige euch kurz die One-Card-Kombo, was das Deck eigentlich kann und danach, keine Sorge, gehen wir in das eigentliche Replay und da ist Gras involviert. Ja, ihr habt richtig gehört, im nächsten Duell mit Infernal werden natürliche, sagen wir mal, Substanzen mit eingesetzt, die Glücksgefühle auslösen können. Natürlich rede ich hier vom Mill 20. Anyway, gehen wir mal kurz durch, was der ganze Haufen kann. Und zwar, wir gehen rein mit Orphis Scorpio. Wir müssen ein Monster abwerfen und das tun wir aus. Wir hauen irgendwie ein Monster weg, holen uns unsere Cobra. Cobra addet uns als nächstes die Instant Fusion. Als nächstes gehen wir in Cherubini, da haben wir uns das Rhinoceros rein. Das Rhinoceros mit uns als nächstes natürlich Seizumas. Und dann gehen wir rein für Instant Fusion und für Evil. Evil tut uns als Seizumas rausbanischen und Mill 7 Namen. Ach Leute, das sind Glückshormone. Das kann natürlich nur Gras auslösen. Aber hey, wir haben Gras in Engine. Natürlich haben wir jetzt auch schon unsere 4 Summons. Und als nächstes kommt Deviati, den wir mitgemillt haben. Dann sind wir sogar Nibiru-proof in dem ganzen Bums mitunter. Und Leute, nicht vergessen, bei den Mills, die wir jetzt noch mit haben, ist es ganz, ganz wichtig, dass er einen Dekatron mit reinietet. Ich zeige euch auch warum. Weil als nächstes gehen wir unsere Promethean triggern, unsere Evil, Evil added uns Vanishment. Da gehen wir rein mit unserer wunderschönen Promethean und Rebound den
Autobahn, Decathlon, haut uns nochmal den Namen rein. Dann gehen wir in Infernal Flood. Vanishment wirft nochmal eine Handkarte ab, edit uns Void Feast und wir gehen auch schon den Turn ab. Mal gucken. Im Gegner-Turn tun wir dann die Face-Up Spell Trap wegsenden und wir können aus dem Deck Decathlon und eine Kopie von Sejet reinhauen. Das heißt, wir haben jetzt hier auf dem Feld einen Infernal Flood, der eine Summon negaten kann, gefolgt von Decathlon, der Monster negate ist, gefolgt von Decathlon, der ein Spell Train negate ist und wir haben Deviati auf dem Feld, der nochmal Monster negate und banish ist. Nicht zu vergessen Sejet, der auch gleichzeitig die Crow ist. Das Endboard ist tatsächlich ziemlich crazy, wenn die One-Card-Combo durchgeht. Anyway, gehen wir einfach mal in ein Replay rein und ich zeige euch, wie das Deck in einem echten Duell fungieren kann. Und da sind wir jetzt auch schon im Duell gegen Unchained. Wir verlieren den Die Roll und, sagen wir mal ehrlich, unsere Hand ist ziemlich ass. Wir haben drei Bricks auf der Hand, wir haben einen Droplet natürlich und wir haben unser Thrust, was uns Gras-Access gibt. Gott, ich liebe es, dass Gras legal ist. Kiffen ist nicht kriminell. Kiffen ist normal. Anyway, wir verlieren den Die-Roll und, naja, Unchained geht first. Und ihr kennt Unchained, Unchained macht, naja, Unchained-Sachen. Ich kann euch natürlich jetzt hier versuchen zu kommentieren, was Unchained macht, aber ich sag's euch, wie es ist. Ich habe in meinem Leben, glaub, Unchained dreimal gespielt mit dem neuen Support. Ich bin sogar mit dem Deck auf eine Regio gegangen, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie man das Deck kontrolliert. Ich habe einfach nur zerstört, gespecialt, zerstört, gespecialt, zerstört, gespecialt. Ah, übrigens, dieser wunderbare Herr hier spielt noch die Finsmith-Engine mit da drin und setzt uns natürlich noch einen Wave-Hiking Caesar vor die Füße. Ja, wir alle haben gedacht, das ist jetzt mit dem Bann von Lacrima, naja, mehr oder weniger durch, aber wir alle lagen mal falsch, nicht wahr, Leute? Anyway, unser Gegner kriegt auf jeden Fall hin, sein Full Board zu legen. Er endet jetzt hier im Endeffekt auf einer Kopie von DS Hero. Dann wird er noch uns eine Wave King High Caesar einlegen, sowie ein Unchained Soul of Rage. Und, oh Baby, One for One, wir haben einen Starter gezogen. Das heißt, wir können endlich reingehen. Wir starten erstmal One for One. Pitch Onunko holt uns eine Kopie von Decathlon, trifft natürlich auf Ash Blossom. Ab jetzt ist Thrust live. Aber ich sehe da was. Mein Gegner hat einen Slot frei. Das heißt, wir gehen in Relinquish Anima und perfekt! Wir haben die Trap rausgebaitet bekommen, weil wenn er irgendwas anderes als die Trap gechained hätte, hätten wir wahrscheinlich on the spot verloren. Anyway, wir gehen rein mit Droplet und wir senden alles weg und negaten ihm alles und um Poppes weg. Das haben wir. Thrust, Thrust into Gras und lass die Glückshormone fließen, Baby. 20 Karten haben wir uns mal kurz geschmeidig in Friedhof rein. Wir gehen rein in Seizumas, dann holen wir uns einen weiteren Body into Heater, holen wir die wunderbare Monster wieder raus, holen wir einen Promethean Princess holt uns unsere Kopie von Decathlon und dann melden wir uns die Kopie von Deviati und dann gehen wir noch kurz für Keldo. Wir hauen unserem Gegner kurz Yama aus dem Friedhof wieder ins Extra-Deck rein. Einfach nur, dass wenn wir was Gegnerisches gleich im Kampf zerstören, damit er nicht irgendwas reborning kann. Und dann linken wir auch schon wieder weiter in Infernal Flood. Als nächstes triggern wir Flood, da ein Monster aus unserem Friedhof gebanished wurde, dürfen wir was Gegnerisches vom Feld vom Gegner raus banishen. Und wir werden hier Unchained Soul gelöst, tun wir rausholen und dann gehen wir rein für eine Kopie von Seizamas und gehen in die Battleface. Weil Seizamas hat natürlich nochmal einen Text, dass wir am Ende der Battleface etwas wegzeigen können. Anyway, unser Gegner aktiviert DS Iris, sendet unseren Flood weg, ist nicht schlimm. Seizamas Effekt tut in der Endphase, beziehungsweise End of Battle seine Trap banishen und wir holen uns den Deviati, dass wir drauf passen können. Dann tut unser Gegner erstmal eine Kopie von Shayama triggern, den ich vergessen habe zurückzuschaffeln, weil ich leider schlecht bin. Auf jeden Fall können wir das Ganze negieren, dann gehen wir für Deviati, haben wir trotzdem noch liegen lassen und unser Gegner versucht wieder ein Board aufzubauen, indem er einfach hier seine Kopie von Aruha, beziehungsweise das Raikea war das, sorry, versucht zu crashen. Als nächstes gebe ich für meine wunderbare Promethean Princess, da ich jetzt nicht möchte unbedingt, dass er mit meinem Monster weglinkt, aber naja, es ist halt Destruction Removal, das heißt, er kommt trotzdem in seine Engine rein, ob ich jetzt will oder nicht. Was nicht ganz so cremig ist, but hey, was soll ich machen? Meine Engine liegt im Friedhof. Er geht in SP-Lindereit rein und tut mir White Blaze Up aus dem Friedhof rauskratzen. Haha! Ich habe einen zweiten gemeldet. Das heißt, ich kann alle meine gebannten Infernals mal wieder in den Friedhof zurück reinjagen und... Leute, wir haben wieder Full Engine. Wir gehen rein in Seitemass, wir gehen rein in Deviati. Deviati killt seine SP-Lindereit. Dann gehen wir noch kurz in Seitemass für Game! Ja, Leute, unser Summer ist auch schon wieder zurück. Was soll ich sagen? Gott, ich liebe Infernoid. Gras ist eine coole Karte, aber... Es ist immer noch schlecht. Was soll ich sagen? Ich glaube, Gras ist wesentlich besser, wenn es tatsächlich in den 40-Karten-Tier-Limit-Pile reinpackst als Going-Second-Karte. Dass, wenn der Gegner sein Deck leer gekombot hat, packst du aus dem Side Gras rein, hoffst, dass es One-Off ziehst. Vielleicht spielst du noch Thrust, millst dann 10 Karten und spielst einfach Tier-Limit. Abgesehen davon, so sehr ich wirklich Infernoid mag, das war jetzt mehr oder weniger ein Stunt-Duell. Ich bin mir sicher, so ein Game, wie ich euch jetzt hier präsentiert habe, ist so 1 alle 100 Games oder sowas. Ich bin ehrlich, That Grass Looks Greener ist nicht
ganz so eine geile Karte im Jahre des Herren 24, wie sie früher mal waren. Mittlerweile haben moderne Decks genug Engine-Antworten, um Karten von ihrem Deck auf den Friedhof zu legen. Wir brauchen nicht Non-Engine-Karten, die unsere Karten millen, wenn ihr versteht, was ich meine. Mittlerweile hat sogar Infernoite mit Infernoite Evil eine Karte bekommen. Das heißt, wir können jetzt, sagen wir mal, einen Onunko aus unserem Friedhof rausbanischen. Wir können 11 Namen millen. Genauso wie Branded. Natürlich, es gibt 60 Karten Branded-Varianten und du hast ein bisschen mehr Gas im Friedhof, aber hey, Branded Fusion alleine ist schon für dich genügend Gas, damit du deine komplette Combo durchbekommst. Aber Niska, Branded Fusion ist auf 1. Ja, leider hat das Deck immer noch 11 weitere Möglichkeiten, an die Fusion ranzukommen. Und dasselbe zieht sich, glaube ich, so ziemlich in jedem modernen Deck-Thema durch. Ich glaube, das ist jetzt hier kein Einzelfall. Das heißt, moderne Decks brauchen Gras nicht mehr. Aber ich sag's euch, wisst ihr es, Leute, diese Glücksgefühle, wenn du 20 Karten willst, wirklich, das kann dir noch nicht mal richtig jetzt Gras geben. Boy, oh boy, oh boy, fühlt sich das geil an. Anyway, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch natürlich mal einen Like, einen Kommentar und alles Mögliche da. Und sag mir mal, was hältst du von Gras oder Legalität? Egal, in Deutschland oder in Yu-Gi-Oh! Und mit den Worten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hab euch ganz, ganz so lieb. Küsschen aufs Nüsschen. Ciao!